1944. Ci siamo. Libereremo Parigi. La divisione corazzata francese e la fanteria americana arriveranno all'alba. Entreremo in azione stanotte. È passata una settimana da quel treno. Il plotone è nel cuore di Parigi e collabora con la resistenza. Rousseau e Crowley hanno un piano per sabotare l'occupazione. Vogliono colpirla al cuore. Usando i documenti recuperati dal treno, io e Rousseau ci spacceremo per ufficiali nazisti per infiltrarci nella guarnigione. Da questa parte, signori. A capo della guarnigione c'è l'SS-1 di Polizeiführer Heinrich. Per arrivare a me, ha ucciso i miei genitori. Poi mio marito. E infine mio figlio. Stanotte, tutto quello che abbiamo perso, per cui abbiamo lottato, avrà un senso. Ci riprendiamo la nostra città. La guarnigione. Là il nostro contatto ci fornirà gli esplosivi. Faremo saltare i cancelli. Sarà il segnale per entrare in azione. Contiamo su di voi. Bene, ragazzi. Via. Si comincia. I crocchi ce la faranno sudare. Se siamo sopravvissuti a Pearson, siamo pronti a tutto. Ho combattuto con lui a Kasserine. Ha coraggio da vendere. Non manca molto, mes amis. Ma prima, entriamo nella tana del lupo. Ci vediamo lì. Posto di blocco. Stronzi nazisti. Andiamo, andiamo. Presto quest'incubo sarà finito. Se ti fermano, la tua copertura deve essere a prova di bomba. Ripassiamo l'info. Tu sei Gerda Schneider, un addetto militare. Herr Spiegel dell'intelligence straniera ti ha ordinato l'evacuazione di Heinrich a Berlino. Prenditi del tempo, studia il dossier. Non possiamo sbagliare. Piazzare il nostro agente ci è costato moltissimo. Devi trovarlo. Scambia le vostre valigette. Sperando che abbia gli esplosivi che ci servono per i portoni. Ti preoccupi troppo, Maggiori. È il mio lavoro. Vediamoci davanti alla guarnigione a operazione conclusa. Chi ti manda? Herr Spiegel. Bene. Comunque vada, appena fai lo scambio, devi restare in possesso della valigetta a ogni costo. A questo punto, voglio andare fino in fondo a tutti i costi. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Ricorda, il nome del tuo contatto è Fischer. Indossa un uniforme grigia da ufficiale. La frase in codice? Verlaine. A presto.
Kennst du sie? Mann, jetzt hab ich Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Wollen wir nicht mal beim Essen darüber sprechen? Ich habe einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça se tue. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Das ist doch bekloppt. Wieso gewinnst du immer, Johann? Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Johann! Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance!
Weißt du, was sie hier will? Wenn sie das aufschreiben könnten. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Wen arbeitet sie? Muss ja neu sein. Darüber sprechen? Kennst du sie? Leid, aber sie haben das falsch ausgefüllt. Ich habe endlich einen Brief. Nein. Das Personal darf hier nicht weiter. Die Schreibtische für Assistenten sind hinter Ihnen. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Gerade rechtzeitig im Gespräch. Sieht nach einer weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Facciamo presto. Sei pronto a fare lo scambio? No, sei in anticipo. E ora io ho un briefing. Metterò gli esplosivi in una valigetta uguale alla tua. Faremo lo scambio nella sala di guerra. Fammi strada. No, mi tengono d'occhio. Con la tua copertura entra nell'ufficio di Heinrich al terzo piano. Da lì puoi arrivare all'ala nord ed evitare i posti di blocco. Meglio non farsi vedere insieme. Ora va, ci ritroviamo alla sala di guerra. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie in meinem Fenster so suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider. Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war im Cambridge, oder? Ja, das ist richtig.
Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir. Nossisch. Vielen Dank. Danken ist er noch nicht. Fräulein Schneider. Ora, se non le dispiace, preferirei conversare in italiano. Questo perché, come saprà, la pratica rende perfetti. Bitte. Nehmen Sie das Platz. Si accomodi. Così, Herr Gruber, ha mandato lei per organizzare il mio viaggio. Quale onore! Herr Commander Spiegel. Sehr gut, molto bene. Meglio essere prudenti di questi tempi. La vedo così tesa. Beviamo qualcosa. Al mio ritorno in Vaterland. I francesi sono una brutta razza. Ma devo ammetterlo, mi mancherà la loro cucina. Pensi all'ortolano, quel delicato uccello canterino. Gli vengono cavati gli occhi per farlo farcire. Infine viene annegato nel cognac. È ingegnoso. Non so che cosa mi mancherà di più. Se gustare la sua carne o guardare mentre lo ammazzano. Però c'è una cosa di cui sono sicuro. La più grande soddisfazione è stato guardare tuo figlio agonizzare sotto il mio stivale. Rosso! Vu s'il portait des armes. Madame, votre vigilance. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich.
Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Was soll die Aufregung? Kontaktieren Sie Berlin. Der Zutritt ist gesperrt. Gehen Sie. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ja, angeblich. Sind wir bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Non mi deludi mai. Siamo compromessi. Adesso sono tutti in allerta. Hanno preso il contatto. Dimmi che hai fatto lo scambio. Sì, ho gli esplosivi. La missione continua. Piazza le cariche e poi incontriamoci nel cortile. Devo fare piano. Was war das? Wo sind Sie? Ich habe keine Ahnung. Was zum Teufel? Sag es mir oder ich töte dich! Ich habe nichts Falsches getan. Wenn wir fest, dann bietest du hängen! Sie haben nichts Falsches. Wer ist da? Trapulski. Di darti una mano. Metti la carica, ti difendo io. Ancora uno. Ben fatto. Ora mettiamo l'ultima carica al portone su.
squadra, Dennis. Qualcosa non va. Attacchiamo subito. Attaccateli! Andiamo, soldati. Provo con una granata! Ho bisogno di noi. Brighiamoci, i gruppi si batteranno fino all'ultimo. Soldato, state giù! Respingiamoli! State giù! Granata fumogena! Guarnigione è quasi nostra. Non è ancora finita. Presto i tedeschi passeranno al contrattacco. Prepariamo le difese. Seguitemi. Ecco a te! Jerry è ancora dentro, dobbiamo eliminarlo! Sie werden bald angreifen. Ecco, tieni. Rousseau, lancia un fumogeno! Libera l'atrio e setaccia il palazzo! Arrivano i rinforzi nemici! Bene, forza! Libera!
Granate! A terra, a terra! Stanza libera. Prepariamo delle difese. I tedeschi sono vicini. Da qui li vedremo arrivare. Se si avvicinano, usiamo le Molotov. Si combatte in tutta la città, ce l'abbiamo quasi fatta. Avanzano con la copertura dei fumogeni. Ho un kit medico. Ecco che arriva. Daniels, mira all'autista. Gli altri aspettino che siano a tiro. Mitragliatrici, fuoco! Proteggiamo quel ponte! Daniels, ho un kit medico. Là davanti! Cecchini, nel palazzo oltre la Senna! Si avvicinano troppo! Ho un kit medico! Nemici davanti, usa le Molotov! Butto una granata! Sono cingolati sul ponte più lontano! Distruggi l'arma di quel semicingolato! Stanno avanzando! Usa le bombe Molotov! Semicingolato nemico! Daniels, usa quel Panzerschreck per distruggere il semicingolato! È fatta, Daniels! Ora torniamo dagli altri! Crowley e Pearson sono laggiù! Lavoro favoloso, signori! Favoloso! Ci siamo riusciti! Le forze di De Gaulle entrano in città. Ora champagne e caviale non ce li leva nessuno. Ehi, Daniels, credi ancora che ci sia qualche ragazza in cerca di un bel soldato? Scusami, era solo per confortarti. Adesso me lo dice. La città delle luci.
finalmente. Qualcosa da festeggiare, Crow? Non si torna indietro. La Francia si è ripresa Parigi. Ma non è ancora finita. La guerra continua. Perso, lasciamoli festeggiare. Questo lo lascio a te. Occupare la guarnigione e aiutare a liberare Parigi è un'impresa che non dimenticherò. Diamine, credo di aver visto Pearson sorridere. Dobbiamo tenere viva questa sensazione fino al Reno.